Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von The Bakery, die Shopify-Agentur. Im heutigen Video geht es wieder einmal um einen essentiellen Prozess für Shopware-Händler aller Art. Ob Dropshipping, Fulfillment bei Merchant, Fulfillment bei Fulfiller, jeder muss eine Rechnung generieren. Am besten wäre es natürlich, wenn diese Rechnung dann auch automatisiert erstellt werden würde. Wie wir das für Shopify hinbekommen, das zeige ich euch in diesem Video. Sollte euch noch die Grundeinrichtung eures Shopify-Shops fehlen oder aber diese schon stehen, aber die Verkäufe noch auf sich warten lassen, da eine effektive Marketingstrategie fehlt, dann helfen wir euch als Shopify-Agentur gerne weiter. Alle Infos zu unseren Leistungen erhaltet ihr auf der Seite oben rechts. Nun aber zum eigentlichen Thema. Wie können Rechnungen in Shopify erstellt werden? Um in deinen Prozess direkt einen Automatismus reinzubringen, würden wir dir empfehlen, auf eine Erweiterung zu setzen. Eine sehr beliebte Möglichkeit für Shopify ist das Order Printer Template. Zum einen sind dadurch die Rechnungsvorlagen komplett individualisierbar. Das heißt, ihr könnt eure CI-Farben, Fonts und euer Logo mit reinbringen. Solltet ihr allerdings noch am Anfang stehen und keinen Designer in euren Reihen haben, dann könnt ihr auch aus einem von sehr, sehr vielen Templates wählen, um euch am Anfang Arbeit zu ersparen. Als kleines Gimmick obendrauf lassen sich die Rechnungen auch in über 20 Sprachen übersetzen. Das Ganze kann kostenlos getestet werden und kostet im Anschluss einmalige $29, was für Shopify sehr ungewöhnlich ist, aber letztendlich euch in die Karten spielt. Die Bewertungen sprechen außerdem für sich. Wollt ihr nicht nur Rechnungen erstellen, sondern auch einen Automatismus, der Rechnungen direkt rausschickt, dann solltet ihr auf Order Print Pro setzen. Wie ihr seht, könnt ihr damit Rechnungen, Lieferscheine sowie Retour-Etiketten drucken oder per Mail versenden und das Ganze nach einmaliger Einrichtung vollkommen automatisiert. Order Printer Pro ist von Hause aus kostenlos, solange ihr unter 50 Bestellungen pro Monat bleibt. Sind es dann doch mehr, kostet das für euch $10 monatlich, was ein angemessener Preis ist. Hierzu einfach App hinzufügen, für die Pro-Version eure Zahlungsoption hinterlegen und schon könnt ihr loslegen. Wie sind eure Erfahrungen? Nutzt ihr ebenfalls diese Apps oder habt ihr eine andere Variante gefunden, um im Shopify-Shop Rechnungen zu erstellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Für all diejenigen, die an anderer Stelle nicht weiterkommen, vereinbart einen Termin mit den Experten von The Bakery auf der oben rechts verlinkten Seite. Wollt ihr in Sachen Shopify immer auf dem neuesten Stand bleiben? Dann abonniert den The Bakery YouTube-Kanal. Hier kommen täglich neue E-Commerce- und Online-Marketing-Videos. In diesem Sinne, dann bis morgen. Bleibt gesund, euer The Bakery-Team.